Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Mit dabei Sipstel P. Hallo. Und Atmodai. Moin. Ich bin noch im Game Mode. Gerade noch gesagt, weißt du? Ja, gerade noch gesagt und ich war damit beschäftigt. Ja, ich muss doch Musik aufdrehen. Okay. Wie viele soll ich da hinstellen? 6, ne? Scheiße, soll ich so nee, nicht 6, 20 oder mehr noch am besten. Sagen wir mal für den Anfang so 10, 15. Ja, 10, 15, sowas für den Anfang. Dann müsstest du mir mal helfen beim... Weil du hast ja den komischen Hammer, womit du da die Sachen bauen kannst. Den Küchenhammer, da kann ich dir einen craften schnell, das ist kein Ding. Du könntest mal auch vor allem den Leuten mal sagen, was du machst. Ich baue ein paar Barrels, die automatisch halt die ganzen Zombie-Hirne einsaugen und dann Dirt produzieren und das wird dann auch automatisch abgepumpt. Das war's schon. Ja, das war's schon. So ein bisschen viel Arbeit. So, der Küchenhammer. Oh, jetzt habe ich einen Warum bin ich mit Cheat-Mode zur Hölle? Weil du das vorhin auch, weil wir was ausprobiert haben. Ach stimmt, ja, genau. Karnes und ich haben einiges ausprobiert, damit ihr dann nicht wieder schreibt, ey, seid so scheiße! Schreiben Sie doch sowieso. Damit wir zumindest einen Teil nicht so viel sagen. Das stimmt auch. Ach ja, im Übrigen haben wir noch hier die, die Kisten, also die Eisenchests mit, Diamantchests ersetzt. Es ging sich mit unserem Diamantvorrat grad und grad aus. Wir haben aber währenddessen, wie wir getestet haben, wieder einiges mehr Diamanten bekommen. Also sich das irgendwie wieder oh, meine Axt geht jetzt auch bald kaputt. Ich glaube, so war das, ne? Nein, aber Axt. Wohl, da braucht nicht so viel gemacht werden, aber da oben brauche ich Platz. Aber da kann ich mein Altar ja gar nicht hier hinbauen. Warum denn? Da ist das sowieso... Du baust die falsche Plattform auf, du Panne. Du sollst die untere Plattform ausbauen, nicht die obere. Also nur die untere? Nur die untere. Okay, ich hab gedacht, die Barrels baue ich hier oben hin und verbinde das dann nach unten. Kannst du auch, wie es dir lieber ist, mir ist egal. Ja, ne, dann baue ich das lieber unten, weil hier oben müsste der Altar hinterher hin. Ja, siehst du mal, dann baue da unten, das ist dein Schraubenzieher. Ach, ah, lol, nein, nicht den Hammer. Doch, der, welchen dann? Den brauchst du aber auch wieder, Item. Ja, genau, also so das war das, ja, stimmt. Ja, den kann ich dir auch, nee. Den kann ich dir nicht geben. Ich muss mal die ganzen Wasserbuckets aus meinem Inventar schmeißen, die wir vorgebraucht haben, um was zu testen. Der unten alles aus Slabs gebaut, ne? Doch, doch. Normalerweise schon. Hier unten nicht. Bucket! Bucket! Das müsste eigentlich so ausreichen. Gib mal den Builder's Wand. Ja, den hab ich nicht, den hat Karnes. Hab ich? Nein. Ja, du meintest doch, du hast den in irgendeine Kiste gepackt. Hattest du denn nicht gerade in der Hand? Nee, hatte ich nicht. Das ist mein Küchenhammer. Also mein Invar Battle Wrench, den ich in der Hand Ach, hatte. Ach, stimmt. Ich hab den. Also lass aber eben mal pennen gehen. Keines Punkte gehen. Einmal higher machen, bitte. Einmal higher. So, ich schalte mal wieder die. Alter, bei mir leckt's gerade. Ich schalte mal wieder die Gravel-Produktion ein. Ja. Jetzt sind wir nicht mehr am Ausleeren. Nee, also weißt du, wie lange wir Ofen ausgeleert haben? Also das Ding ausgeleert haben. Ja, effektiv. Oben ausleeren kann man es nicht nennen. Der ist irgendwie schnelles Zeug. Der ist schneller voll geworden, als was wir die Sachen rausgekriegt haben. Ja. Also, so, da hat sich auch schon ein Haufen Zeug angesammelt, von dem ich immer noch nicht ganz sicher bin, wie ich das verwalten soll. Die Bilder, also die Bilder-Swan kann ja hier auch Slabs bauen, oder? Ja, ja. Wenn du Slabs im Inventar hast und an Slabs dran baust, dann ja. Aber... Ja. Ich muss. Musst du halt schauen mit manchen Sachen, Backsaugen ein bisschen. Oh nein! Kümmerst du dich jetzt um deine Soul Sand Farm? Oder was machst du? Kann ich auch machen. Ich wollte jetzt kurz die Baumfarm kurz hier weghauen. Achso, die Baumfarm, ja, genau. Ja, und danach kümmere ich mich um die Soul Sand Farm. Ja, ja. Bitte, ey, warum funzt das nicht? Der Aqueous Accumulator, der steht hier unten, ne? Keines. Du musst mit dem Builder's Wand erst vorher mal das gebaut haben, was du in etwa nachbauen möchtest. Aber trotzdem spackt da manchmal irgendwie ein bisschen rum. Oh, unser Autopackage ist leer. Warte mal, da kommen wir hin. Hier wird er dann. Bei mir leckt das gerade richtig ekelhaft. Im Hintergrund vielleicht noch irgendwas offen? Downloads oder so? Ja, ich hab einen Download noch offen. Ja, den pausiere ich so lang. Boah, da wäre ich jetzt fast runtergefallen. Hab ja nicht damit gerechnet, dass wir noch aufnehmen hier.
Hat der Set mich einfach angeschrieben, ne? Hat man Bock zu zocken? Ich hab gesagt, ja. Hat er gesagt, cool. Ja, das müsste jetzt eigentlich ausreichen, was ich hier gebaut habe. Drei Pistons, eine Redstone. Wir brauchen verdammt viel Redstone für so einen Autopackager, Alter. Puh. Sag mal, was ist denn? Warum leckt denn das? Warum leckt denn? Ach, Google Chrome ist offen, ja, dann leckt sowieso. So, warte mal, also die Barrels, die müssen ja eigentlich ein bisschen in der Luft gebaut werden, ne? Weil unten ja. Unter, ja, genau. Richtig. Die Kabels müssen, okay. Die Kabels. So, ich brauche. Dahin. Wie viel Redstone haben wir noch übrig? Keine Ahnung. Musst du gucken. Wahrscheinlich nicht viel. Ja, stimmt. Aber mehr oder also weniger. Eins weiß ich, dass noch übrig. Ja, ich brauche aber 6 oder 7. Oh, scheiße, siehst du, ich habe keine Spitzhacke, jetzt kann ich den Cobblestone nicht mehr abbauen. Habe ich jetzt gerade Stone dafür genommen? Oh. Da ist ein Redstone. Ups. Ah, ich habe noch Stone, sehr gut. Oh, verdammte Scheiße, haben wir echt keinen. Da sind überall Seppköpfe, Alter. Ich weiß nicht, warum mein Akku gerade so leckt, ich versteh's nicht. Man, ich habe so viel besser. Scheiße auf Tasche, ne? Ja, super. Nein, nicht weiter. Nein! Boah. Was ist denn falsch mit dir, Sepp? Ja, wenn du was zu lange hier in dem Blutaltar lässt, dann wird das immer weiter entwickelt mit dem Blut. Ist das schlecht? Ja, wenn man das nicht will, schon. Achso, ja, dann schon. So, was wollte ich? Ein Hammer holen, ganz genau. Brauch noch eine Spitzhacke. Dann hol dir eine. Was? Was? Alle Hammer sind aufgebraucht? Jetzt schon? Wirklich? Du hast mir einen Iron Hammer. Da steckt noch eine Handvoll drin. Alter, ich habe die ganze Kiste nach Aufnahme noch voll gecraftet mit Iron Hammern. Willst du mich verarschen? Alter. Wir brauchen bald eine Diamond Chest, die voll zum Iron Hammer. Brauchst du einen Hammer? Eine Spitzhacke? Ja. Aber was ist da eine drin, oder? Nee, in der Kiste sind ein Haufen. Danke. Ja. Hab schon. Okay. Ich hab ihn vom Baum eine runtergeworfen. Vom Baum? Warte mal, Item-Dux brauche ich noch? Was brauche ich noch? Item-Dux, Barrels brauchst du und mehr brauchst du schon. Und eine Iron Chest. Genau. Ja, die Barrels habe ich schon hingesetzt. 16 Stück habe ich jetzt. Also ein Item-Dux brauchst du und bla bla. Ja, Item-Dux und Levers. Und Iron Chests. Genau, Item-Dux, Iron Chests und Levers. Das ist ach genau, das, die... Boah, scheiße, jetzt hab ich die Zäune dabei. Toll, hab ich weggetan. Egal, muss eh nochmal zurück ein paar Sachen craften. Ich sehe, wenn du einmal hochgehüpft bist, dann ist direkt die halbe Hungerleiste weg. Ja, wir haben ja zum Glück genug zu essen. So ist es ja nicht, dass wir an Hungermangel leiden oder so. So, ich stehe meine ganze Folge hier und klick mal rechts, bis wir genug jetzt so nah haben. So, wie viele Schalter brauche ich? Pro. Eine reicht eigentlich, oder? Nee, du eine? Brauchst pro ach so, ihr müsst Rauszieh-Pipe eines. Noch. Ich mache jetzt einfach 61 also, Stück. Für genau. Das soll der Geiz. Irgendwann noch zur Not. Das ist halt leider echt so. Ich weiß, Leute schreiben das auch bei mir und bei Sepp in die Kommentare eben, dass, also ich weiß nicht, ob bei Sepp, aber bei mir, in die Kommentare, dass wir eben da, dass wir den Redstone-Signal auf Ignored stellen sollen, aber das mache ich ja auch die ganze Zeit. Und dennoch bringt es nichts. Also irgendwie verbuggt das. Also selbst wenn Pneumatic Servo drin ist, pumpt es nicht richtig. Und seitdem ich das mit den Levern mache, funktioniert es immer. Da crafte ich lieber mal schnell 30 Lever und benutze 30 Lever. Erstens ist es billiger, als über einen Pneumatic Servo zu benutzen. Zweitens funktioniert's. Also. Ups. Eine Eisenchest soll ich da hinhauen? Ja, du brauchst du mehrere? Ich überleg gerade. Nee, du könntest theoretisch nur eine ziehen. Nur ein Upgrade, eine ne? Reicht eigentlich aktuell. Ja, eine Copper, reicht. Copper to Iron. Ne, Wood, ach, Wood du to brauchst Iron. Einfach genau. Nur, du brauchst einfach nur eine normale. Du brauchst einfach nur eine normale Chest mit Eisen umranden und schon hast du eine Eisenchest. Dann brauche ich jetzt Eisen. Wollen wir Eisen? Oh, jetzt läutet wieder mein Telefon. Küche. Das hat die ganze Zeit nicht geläutet. Ich bin gleich wieder da.
Der weiß, dass... Wer auch immer anruft, der weiß, dass wir aufnehmen. Ja. Wahrscheinlich ruft Zepp... Erstmal ärgern. Wahrscheinlich ruft Zepp ihn die ganze Zeit mit seinem Handy an. Na, Sepp, der natürlich will mich ärgern. Ja, ja. Definitiv. Der böse Sepp, ey. So, also ich habe jetzt eine Iron Chest. Gut, die Item-Dukte habe ich jetzt nicht. Die sind ganz einfach zu craften. Die hast muss du aber nicht die. Mal welche? Ja, aber ich glaube, die werden ja nicht reichen. Ich habe einen Stack zwar noch, aber da nimm mal den Stack. Wo denn? Ach da. So, hier. Dankeschön. So, ich fahre mal wieder ein bisschen. Wie viele Redstone habe ich denn schon? Sechs Redstone sind super. So, also dann müssen ja oben drauf müssen die Barrels. Ach, die Item unten drunter müssen die. Mhm. Der eine Teil muss unten drunter, der eine oben drüber. Ja. So. Und du weißt, du kennst dich hier mit den Item Ducks halbwegs aus, ne? Ja, geht. Also du weißt, dass du die umstellen musst, eben wenn sie wo rauspumpen sollen, ne? Naja. Okay. Dafür Rot für raus und blau für rein. Den habe ich dir ja gecraftet. Super, jetzt habe ich nur ein Kabelstone dabei. Scheiße. Was brauchst du? Kabel? Brauchst du ja, um mich, Kabel, um mich oben drauf zu stellen. Kann der, habe ich welchen dabei? Ne, ich habe auch keinen auf Tasche. Du meinst wegen Shift-Click? Haben sie also wegen Shift haben sie es anscheinend mal gelöst, dass man auf... Genau, also zumindest hat es vorhin auf den Stone Slabs funktioniert, dass ich Shift-Click gehen konnte. Ja, ich glaube, wenn sie in den Abgrund gehen, dann geht's mit Shift-Click. Wenn sie einfach nur treppenmäßig funktionieren, dann geht's nicht mit Shift-Click. Also, warte mal, also die bekommen jetzt von oben und geben ab nach unten, ne? Richtig, das müsste eigentlich funktionieren. Das haben wir so zwar noch nicht getestet, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es funktioniert. So haben wir es noch nicht probiert, aber... Also rein geht auf jeden Fall, das raus ist die Frage. Wenn das so halt nicht funktioniert, dann müssen wir da halt Klicker hinstellen. Raus dürfte eigentlich auch gehen. Ja, ich glaube auch. Da müssen aber mega viele, Schalter eigentlich dann dahin, ne? Da muss ja... Jo, für jeden an jedem Barrel muss ein Schalter. Genau, ja, richtig. Wie gesagt, kostet aber immer noch weniger, als für jeden Sparrow ein Pneumatic Servo zu machen. So ist richtig. Redstone. Nice. Ich sag's mal so, man kann es halt... die Pipes kann man ja... die Ducts kann man ja mit Redstone powern. Von dem her, warum nicht, wenn es auch geht? Eben. Und das andere sowieso irgendwie verbuggt ist. So. Kabel war da noch ein bisschen was drin. Wird es jetzt eher weniger verpackt als umständlicher nennen? Nee, es funktioniert aber teilweise echt nicht richtig, wenn du. Eigentlich Alter! Einschalter und. Shit! Bisschen Redstone. Karnis? Yes? Die Kabelstone-Kiste von der Kabelfarm ist voll. Lol, eigentlich brauchen wir ja noch mehr davon. Smoke, ich glaube, du musst mal eben kommen. Warum? Ja, ich glaube, das geht so nicht ganz auf. Sicher geht das auf, warum sollte das nicht aufgehen? Nee. Kann es das sowas also, Holz auf Tasche? Da brauche ich ja noch mehr davon. Holz ist in der Kiste. Gerade habe ich nichts dabei. Okay, warte, ich geh mal kurz zu Sepp. Ich habe gerade halt ein bisschen Holz, ein bisschen Koppel rausgeholt. So, Sepp, was los? So, warte mal, der muss raus. Das machen wir später. Ja, aber guck mal, jetzt muss ich ja für oben, muss ich ja auch nochmal Schalter machen, oder nicht? Nein, musst du nicht. Da oben nur einen. Nicht. Nein, nur da einen. Nur immer bei raus. Nur da einen. Okay. Hä? Also da daneben dran, hier auf das Holzding. Also bei reinpumpen nicht, aber... Bei rauspumpen. Und der pumpt okay raus. Falls da noch einen hin. Gut, also das geht dann von da aus. Da rein, korrekt. Von oben rein und von unten nach dann draußen. Dann musst du mal, guck mal, wenn du da oben noch hinguckst und auf das Rohr davor klickst, dann hast du hier die Farben. Wenn du es auf Orange stellst, ja, verteilt das überall gleichmäßig. Ja, das kenne ich. So, jetzt packen wir lieber da oben hin. Warte. Genau. So. Der Schalter kommt... Warte. Warte, stopp, noch nicht einschalten. Oh. Ist jetzt an? Schau das auf. Ne, okay, ist aus. Gut. Wir brauchen noch, ich muss noch eben Pneumatik Server holen. Ja, und da muss ja einstellen, dass da nur das Zeug korrekt reingepumpt richtig wird. Weil sonst pumpt er uns gleich alles da weg. Und dann haben wir richtig Probleme.
Dann ein bisschen viel da drüben. Das stimmt. Na, schauen wir mal, ob das funzt. Also, das funktioniert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ich brauche noch was zu essen. Wo ist die Essenskiste? Da ist die Essenskiste. Nee. Wo ist die Essenskiste? Die ist nicht mehr beschrieben. Eins links daneben. Ah, da. Nee, zwei rechts daneben. Also, zwei links daneben. Bla. Holst du, nimmst du ein Zombie-Brain mit, Sepp? Dann hol ich die Pneumatik. Servus. Ein Zombie-Brain? Ja, warte. Nimm beide mit. Es gibt ja zwei verschiedene. Ja. So. Ach, warte mal, den Kabel ist so. Ach, den Cleanstone, den brauche ich ja noch. Wo habe ich denn die Pneumatik selber hingetan? Ich glaube, die habe ich brauche ich noch. Zack, zack. Und dann brauche ich noch. Wo soll ich denn die restlichen Schalter hinhauen? Blöcke gecraftet? Ja. Kannst du machen. Wo sind denn meine Pneumatik-Servos? Waffen? Ah, geht nicht, Monster in der Nähe. Wo sind denn meine Pneumatik-Servos? Jetzt nicht mehr. Ich bin doch nicht mit den ganzen Pneumatik-Servos runtergefallen. Beim Kanis müsste eigentlich auch noch welche haben, der hat schon welche in der Reward-Bag. Ja, die hat er mir hast gegeben. Hast du die unten irgendwo in der Kiste? Ja, da suche ich gerade, die habe ich mir. Oder hast du die vorhin verloren, als du runtergefallen bist? Nee, ich hab eben eigentlich nie alle mitgenommen, eben genau aus der Angst. Ja. Da ist noch ein Chris-Number von mir drin. Larven? Ich weiß nicht, ob ich gerade noch. Da kommt der nächste. Wo ist mein fucking? Wo sind die fucking Pneumatik-Servos? Oh, die sind eine Platte. Oh. Sind unten drunter. Jo. Oh, ich hab grad Monster-Lag. Oh nein, Minecraft, keine Rückmeldung. Minecraft, nein, tu's nicht! Noch bist du in-game. Noch. Na gut, komm, bevor das jetzt hier noch 3 Stunden dauert, bis Smokey's Minecraft wieder reagiert, machen wir einfach mal einen kleinen Cut. Ach so, ja, ja. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.